Leute, ich habe endlich mal wieder ein neues Video für euch. Und zwar ein Aufgebrauch-Video. Die Tüte ist gut gefüllt. Und ja, ich zeige euch mal, was ich aufgebraucht und aussortiert habe. Aussortiert habe ich einmal von HIP die pflegende Wundschutzcreme. Die hatte ich zur Geburt bekommen von der Kleinen. Die ist jetzt aber schon 3 Jahre auf. Und ja, da sortiere ich die jetzt aus. Was ich auch aussortiere, sind die beiden Handcremes. Die riechen nicht mehr gut, aber die sind auch fast leer. Also ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ebenfalls aussortiert habe ich die beiden Handcremes. Die sind aber auch fast leer. Die sind durchsichtig geworden. Und die Gesichtscreme habe ich auch aussortiert, weil die riecht nicht mehr wie vorher. So, dann habe ich gestern von Isana das Badepuder Milchtraum mit Kokos- und Vanilleduft aufgebraucht. Fand ich okay, roch sehr kokosig, aber ich mag Kokos und jetzt im Sommer ist ganz gut. Ich habe noch so eins und das werde ich auch demnächst noch aufbrauchen. Ja. Dann habe ich noch von Isana die Badekristalle Brazil Feeling mit exotischen Blüten und Kokosduft aufgebraucht. Das war halt eher blumig und das hat nur nach Kokos gerochen. Fand ich beide gut. Ich bin aber eher der Schaumbad-Typ. Dann haben wir einmal von Balea die Flower Dream Tuchmaske mit Rosenblütenextrakt. Die hat irgendwie nicht auf mein Gesicht gepasst. Fand ich ein bisschen schade. Eigentlich habe ich jetzt nicht so das Problem bei den Balea-Masken, aber die hat irgendwie gar nicht gepasst. Dann von Balea die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Das waren die Türkisen. Ich liebe die. Ich habe eh einige Augenpads wieder aufgebraucht, vor allem im Urlaub. Dann ist von Balea die Handseife Over the Clouds leer gegangen. Die gab es mal gratis. Fand ich okay vom Geruch. Würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen. Dann etwas aus dem Haushalt von Denk mit, den Spülbalsam Sweet Paradise. Das hat nach Mango gerochen. Jetzt habe ich auch wieder die Sommer Edition gekauft. Ich muss mal gucken, ob ich alle Sachen zusammenfinde, die ich in letzter Zeit bestellt habe. Dann mache ich noch einen Haul, wenn nicht, dann nicht. Ich habe das halt alles schon aufgeräumt und einsortiert. Und dann ist auch leer gegangen von Rituals das Autoparfüm Wild Fig. Das ist so. Da habe ich das zweite gerade im Auto. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich diesen Duft liebe. Ich liebe ihn einfach. Aber ich habe dann noch Sakura als Autoparfüm. Das werde ich dann erstmal leer machen. Dann haben wir von Monutrition einmal das Gewürz Roasted Onion leer gemacht. Wir haben eigentlich hauptsächlich nur noch die Moor-Gewürze. Ich werde auch nochmal ein Moor-Video machen. Mal gucken, ob ich das heute noch drehe oder die nächsten Tage. Haben wir auch schon wieder nachbestellt. Lieben wir. Ebenfalls von Moor leer gemacht. Ich dachte, ich schmeiße das einfach mal mit rein. Ich habe noch viel mehr leer gemacht, aber ja, die habe ich halt noch nicht reingetan. Ich weiß nicht, ob hier auch noch einer drin ist. Auf jeden Fall die Syrups von Moor. Einmal Birne und einmal Kirsch habe ich leer gemacht. Wie gesagt, es sind definitiv noch mehr leer gegangen davon. Aber das ganze Essenszeug und so, was ich auf Arbeit habe, da habe ich auch einige Sorten auf. Ja, vergesse ich dann halt in die Tüte reinzuschmeißen. Eine Sache, die ich definitiv wieder nachkaufen werde, entweder zweimal oder in einer größeren Flasche, von Lush den American Cream Conditioner. Den kaufe ich immer im Weihnachtssale, wie man sieht, wenn es Flaschen gibt. 50%. Ich liebe den. Der macht die schönsten, weichsten Haare. Steht auch drauf, ein erdbeeriger, nach Milchshake duftender Cheerleader für sein weiches Hollywood-Haar. Erfülle dir deinen American Cream Dream. Kann ich euch nur empfehlen, werde ich euch auch noch verlinken. Ich lieb's. So,
Dann sind zwei kleine Duschgels erstmal leer gegangen. Einmal von Lush das Plum Puff Duschgel. Gibt es noch sehr ja saftige Rosinen und duftiges Mandarinöl zum fruchtigen Duschen. Das war so eine kleine Flasche. Das liebe ich ja. Das kaufe ich mir auch immer nach. Hier, jetzt habe ich hier. Toll. Egal. Und von Tracklemoon ist Raspberry Kiss leer gegangen. Das war auch so ein kleines. Genau, das war 60 ml, das 100. Das Lush werde ich euch auch mal verlinken. Dann haben wir aus dem Adventskalender ein paar Sachen. Einmal das Balea Schaumbad. Das hat nach Zimt und Orangenduft gerochen. Dann die Cremedusche mit Schoko-Honigduft. Und das Micellenwasser. Ja, ich habe mir zum Geburtstag, wünsche ich mir schon von Mutti, wieder den Balea Adventskalender, weil ich den echt toll finde. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vor allem, weil die Sachen halt sehr praktisch für den Urlaub sind. Dann habe ich von Balea die Fußbadekristalle Feel Well aufgebraucht. Weil ich dachte, ich muss mal ein bisschen mehr meine Füße pflegen, weil man vernachlässigt die immer irgendwie. Obwohl es mit eins der wichtigsten Körperteile überhaupt ist. Deswegen, das werde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann von Schebens die Peeling-Fußmaske mit sanften Peeling-Körnern. Fand ich auch richtig gut, finde ich nur ein bisschen teuer auf Dauer. Zumal hier auch steht, ein- bis zweimal wöchentlich anwenden. Ja, würde ich mir aber so ab und zu mal zwischendurch nachkaufen. Nicht so oft, aber ab und zu. Dann von Tracklemoon Moonlight Dreamer verträumtes Nachtschwärmer Pflegebad Milch Honigduft. Die Tracklemoon Schaumbäder liebe ich. Die machen tollen Schaum, riechen toll. Ja, kaufe ich immer wieder. Oder lasse ich mir auch schenken. Dann haben wir hier einmal von Kneipp die Badekristalle. Kleiner Gruß von Herzen Pfingstrose Kamelie. Ja, das hat schön rosig gerochen, aber nicht so eklig Rose, so Oma-Rose, sondern leckere Rose. Von Yuti die iPad Mask, die waren so flügelförmig, wenn man das so ein bisschen sieht. Ja, fand ich gut. Aber die von Yuti liebe ich sowieso. Ja, da gibt es gar nichts zu sagen. Aussortiert von Balea das Wasserspray Rose, nicht wegen dem Duft, sondern wegen dem Sprüher, da kommen einfach nur so riesen weiße Fladen, aber das verteilt es halt nicht so schön und hat nicht so einen schönen Sprühnebel, wie es eigentlich das Wasserspray von Balea hat. Deswegen kommt das jetzt leider weg. Auch wieder leer gegangen ist von Maybelline der Augen-Make-up-Entferner für ölhaltiges Make-up, das ist jetzt Zwei-Phasen-Ding. Ich denke mal, wer meine Videos schon länger schaut, kennt das. Den brauche ich immer wieder auf. Weil das ist einfach für mich der beste Augen-Make-up-Entferner, den es gibt. Vor allem auch für wasserfeste Mascara. Ist der nächste auch schon wieder in Benutzung. Dann ist einmal leer gegangen von Balea. Auch aus dem Adventskalender die Aromadusche mit weihnachtlichen Zimt-Orangenduft. Habe ich halt, wie gesagt, alles im Urlaub aufgebraucht, die kleinen Teile. Dann ist auch leer gegangen von Kylie Skin das Vitamin C Serum. Fand ich sehr gut. Würde ich mir aber wahrscheinlich nicht nachkaufen. Weil bin ich einfach zu unkonsequent, das zu benutzen. Dann haben wir von Glisskur die SOS Intensivkur. Die hatte ich mir auch für den Urlaub gekauft. Glisskuren sind eigentlich immer richtig, richtig gut. Habe auch noch zwei oder drei jetzt übrig. Und würde ich mir auch nachkaufen. Ebenfalls aufgebraucht habe ich von Essence You Better Work Gym und Waterproof Tinted Day Cream in 10 Light. Fand ich richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wenn ja, würde ich es mir auch wieder nachkaufen. Wenn nicht, dann nicht, ne? Aber ich trage eh kaum noch Make-up eigentlich. Dann haben wir ein paar Tütchen
von Kneipp die Badekristalle, willst du mit mir baden gehen? Apfelsine, Zitrone. Mochte ich sehr gern, aber ich bin halt, wie gesagt, mehr der Schaumbad-Typ. Deswegen haue ich da auch einfach immer noch irgendein Schaumbad dazu. Was ich richtig gut fand, ist von Sephora die Acai Hair Sleeping Mask. Ja, das war einfach so eine Haube, die war hier unten dran und hier oben war dann das, oder unten war das Maskenzeug drin. Und dann hat man das einfach über Nacht mit der Maske in den Haaren gelassen. Und ja, habe ich auch im Urlaub benutzt, hatte mega weiche, fluffige Haare. Würde ich, glaube ich, nachkaufen, falls ich mal zu einem Sephora komme. Aber ja, hier gibt es keinen und online bestelle ich da eigentlich nicht. Von Balea habe ich die Tuchmaske Fruity Peach aufgebraucht. Die hatte mir Mama mitgebracht, weil sie immer diese süßen Limited Editions kauft und mir mitbringt. Ja, die hat, glaube ich, auch nicht so gut gepasst. Also irgendwie haben die entweder was an der Passform geändert von Balea-Masken, aber die saß auf meinem Gesicht auch nicht mehr so gut. Leider. Aber ich werde sie mir trotzdem immer wieder kaufen. Von Balea Hydrogel Augenpads mit Hyaluron, Drachenfrucht und Vitamin C. Brauche ich nichts zu sagen. Ebenfalls die Balea Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Passionsfrucht. Die riechen richtig, richtig gut. Da habe ich, glaube ich, auch noch welche im Kühlschrank. Von Yuti Power of Passion und das waren zweimal solche herzförmigen. Nochmal von Balea die Passion Fruit Augenpads. Dann von Rituals gab es als Probe Shampoo und Conditioner. Liegen schon im Warenkorb. In groß werde ich mir irgendwann, mal gucken wann, kaufen oder zu Weihnachten oder so wünschen. Aber fand ich richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, aber ich bin eh gerade so auf dem Rituals-Trip. Deswegen, ja, sehr zu empfehlen. Von Garnier die Hydra Bomb Tuchmaske. Ich liebe die Garnier Masken, ich bin nur immer ein bisschen geizig. Aber ja, wenn ich sie geschenkt bekomme, freue ich mich natürlich. Ich liebe die, würde ich immer wieder nachkaufen. Von Shebens die Super Glow Augen Gel Pads. Ich glaube, die waren oder sind neu. Waren das die? Auf jeden Fall hier die mit Drachenfrucht. Ja, habe ich auch noch einen ganzen Kühlschrank voll mit Augenpads. Was ich gar nicht, ja gut, gar nicht gut ist, gelogen. Von Action war die mit Rice Extrakt. Fand ich eigentlich gut, hat nur nicht so gut gepasst. Ich bin gespannt, wie die anderen Action-Masken sind, weil ich habe noch einige. Ich hatte ja damals alle gekauft. Mal sehen. Ich werde berichten. Von UTD iPads Generation of Glow. Das waren diese blitzförmigen gelben von Topmodel. Nochmal die Passion Fruit Balea Augenpads. Dann Your Cozy Winter Day, Pflaume und Zimt, Trackle Moon. Brauche ich nichts zu sagen. Ist eh mein Favorite Duft, Pflaume Zimt im Winter. Isana Tuchmaske, Vitamin C und Koffein. Hatte mir auch Mutti mitgebracht. Die fand ich richtig gut. Isana Masken sind eh toll, aber ich komme halt gefühlt nie zu Rossmann, warum auch immer. Aber ja, Wake-up-Effekt fand ich toll. Und die hat mir auch Mama mitgebracht von Isana, die Durstlöscher mit Retinol und Pink Grapefruit. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und noch ein Produkt aus dem Balea Adventskalender, die Haarmaske. Hat richtig, richtig gut gerochen. Hätte ich gern als normales Produkt. Das wäre richtig geil. Liebe ich. Liebe ich. So. Dann haben wir von Fesch Schatzmomente Badekugel mit Stoffband. Die hatte ich, glaube ich, von Lisa geschenkt bekommen. Da sind halt immer solche Haargummis oder Armbänder, wie auch immer man es benutzen möchte, drin. Finde ich echt toll. Liebe ich.
Ich benutze sie halt auch immer als Haargummis. Noch eine Glisskur, SOS Intensivkur, Total Repair ist leer gegangen. Die habe ich jetzt leer gemacht. Und zwei habe ich halt, glaube ich, noch für den nächsten Urlaub. Weil, je nachdem, wann ihr das Video seht, wir sind bald am großen Goetschesee. Da ist Festival und ein bisschen Urlaub. Dann aussortiert habe ich noch zweimal geschlossen, aber das ist jetzt schon, ich glaube, seit 2019 offen. Und ja, da will ich das halt nicht mehr benutzen. Von Essence das Insta Perfect Liquid Make-up dieses hier. Und dadurch, dass ich halt kaum noch Make-up benutze, habe ich das jetzt noch aussortiert. Dann bin ich mega, mega traurig. Falls ihr ein Dupe kennt, bitte schreibt es in die Kommentare. Das ist mein allerliebstes Lieblingsparfüm. Ich habe noch eine Flasche davon. Und das gibt es nicht mehr. Es wird einfach nicht mehr hergestellt. Von Marc Jacobs Decadence. Das ist dieses hier. Einfach als Handtasche. Und ich liebe diesen Duft. Und ich würde es mir noch 10-mal kaufen. Aber wie gesagt, es gibt es halt einfach nicht. Falls ihr einen Dupe kennt, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Das würde mein Leben retten. Ein Haarspray von Balea ist leer gegangen, beziehungsweise ein Haarlack Ultra Power. Stärke 5 kaufe ich mir auf jeden Fall wieder nach. Finde ich echt gut. Ich habe jetzt noch eins von Nivea, glaube ich, zum Testen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das ist. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt top. Weil ich sonst immer nur das von Taft benutze. Und das ist halt auf Dauer ein bisschen teuer. Hier ist noch eine Isana-Tuchmaske, hatte mir auch Mutti mitgebracht. Da waren einfach so kleine Igel drauf, richtig süß. Dann fliegt dieser Beauty-Blender weg. Der war, glaube ich, von Real Techniques. Ja, genau. Der kommt jetzt weg. Auch aussortiert, weil ich jetzt diesen von Höhle der Löwen, glaube ich, habe. Und der hat halt überhaupt nichts gebracht. Es ist so ein Anti-Wundreib-Stick. Aber der andere ist halt einfach perfekt. Ist definitiv ein Summer Must-Have. Dann haben wir hier einmal Desinfektionsspray fürs Piercing. Kommt jetzt auch weg. Leer gegangen ist von Lush der Gesichtstoner Tea Tree Water. Habe ich auch noch eine Flasche da. Kaufe ich mir immer wieder nach. Finde ich richtig gut. Verlinke ich euch. Und die letzten beiden Sachen sind zwei Zahnpasten. Einmal von Colgate die Max Fresh Cooling Crystals. Und von Colgate die Max White Sparkle Diamonds. Ja, ich habe mal dran gedacht, unsere Zahnpasten in den Beutel zu schmeißen. Vergesse ich sonst nämlich immer. Ja, und das war mein eigentlich schon XXL aufgebraucht und aussortiert Video. Jetzt werde ich wieder fleißig für euch sammeln. Bis zum nächsten. Und ja, ich hoffe, ich schaffe es endlich mal wieder ein paar mehr Videos zu drehen. Ich wollte nicht auch mal so Sammlungen und so ein Kram halt drehen. Vielleicht schaffe ich es die Woche mal. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend. Schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!